Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit der Tina und der Hanna auf der mittleren Map unterwegs und als ich die beiden eingeladen habe, habe ich gleich gesehen, dass wir eine 5-Sterne-Lobby hatten. Und 5-Sterne-Lobby bedeutet gleich Schwitzer-Lobby. Es wird dann nicht so einfach. Du hast halt echt krasse Gegner, also meistens 6-Sterne-Gegner und wie die Runde verlaufen ist, das müsst ihr euch angucken. Ich würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Hattet ihr viele Spawnfights bisher? Boah, Scrappy, geil. Nein. Nee. Gar keine. Wir haben erst 2 Runden gespielt. Achso, okay. Ina, das ist unsere Premiere, oder? Bitte? Das ist unsere Premiere, genau. Ich bin ganz aufgeregt. Habt ihr einen Sekt dabei? Nee, aber ein Säckchen. Nee. Oh, jetzt nicht mehr. Wer von euch ist ein. Wer? Ah, du bist wahrscheinlich die Einzelne, oder? Ja, genau. Ja. Ja, bitte. Siehst du, das hätte ich gar nicht gesehen, das Fass. Oh. Was halt das? Oh, da hat mich gerade noch so Punkte geholt. Ist da wer oder ist da das Fass hochgegangen? Da ist das Fass hochgegangen. Okay. Sag mal, warum habe ich keine Punkte über euch? Kann man das ausschalten? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Ups. Ich bin hier rüber gerannt, ich habe Angst vorm Idiotenloch. Oh, Achtung! Alles gut. Muss mal eben gucken, das nervt mich. Ich warte hier bei dir. Map? Nö, keine Ahnung. Keine Hast du den Immo-Akro? Immo-Akro auf Nordwest? Ich weiß aber nicht. Der ist genau, der ist im vom Haus, vom Bosslayer. Okay. Das Fenster ist offen jetzt? Ja, das... War das die ganze Zeit schon offen? Ich meine, es ist gerade aufgegangen. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob das offen war oder ob das aufgegangen ist. Oh Mann, Headshot incoming. Ich geh mal hier ins Haus. Geh mal hier hoch. Oh Gott, ruckelt das hier bei mir. Oh, ich wurde wohl gesehen hier. Von? Vom Bosslayer. Okay. Schätze ich mal. Also von mir. Oh, ich glaube, hier oben ist einer drin. Was habe ich denn da gesehen? Bin mir nicht sicher. Idiotenloch war einer. Hab einen. Nice. Ich schmeiß zur Sicherheit was rein. Oder? Ja, hier drin. Okay, und wo hast du den anderen getötet? Ach so, da, hier oben. Ah, den hast du oben getötet, okay. Genau. Ich guck mal, ob da noch was rennt. Von hier aus kann ich ganz gut reinschauen. Also ich meine, hier ist keiner mehr. Ich sehe keine Bewegung. Es könnte sein, dass das einer von den drei, könnte sein, ja. Ein Boss war. Kasse! Oh, Jan, nimm du mal. Danke. Ja. So, die werden mich jetzt hier gesehen haben, deswegen hau ich hier jetzt erstmal ab. Hallo. Fenster ist zu nach hier hinten. Jetzt ist offen. Wow, alles klar. Sehe ich das? Hit am Idiotenloch. Nice. Jetzt habe ich halt leider nur eine Winnie, ne? Shit. Einer ist unten im Matsch. Mhm. Im Haus? Im Haus meine ich, ja.
Mann, ich treffe den Immo nicht. Ich glaube, der gehört zu denen. Ich guck mal, ob ich den Feuer finde. Der Immo auch, ja. Doch, ich hab hier Feuer. Geil, schmeiß mal auf den. Wo ist er denn? Direkt links, neben, rechts neben der Treppe, wenn du hochgehst. Also einer muss oben am Fenster sein. Einer ist am Idiotenloch. Ah, okay. Aua, aua, aua. Nein! Oh, lol, er schießt durch den Spalt durch. Oder durch die Wand. Okay, Plackschock da. Ich glaube, neues Team. Südwesten hat ein Pferd gewirrt. Mhm. War das ein Aftoti, ne? Hab ich nicht gehört. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das hab ich nicht gehört. Nee, hab ich echt nicht gehört. Ist das ja so. Au! Wo denn? Fenster? Weiß ich nicht genau. Dach? Dachmäßig, Dachsteps? Ja. Hanna, ich hätte Necro. Soll ich mal rangehen? Oh, warte mal. Da. Scheiße. Boah, voll verzogen. Das ist auch verbogen. Voll verbogen. Ach komm, ey. Ich hab noch kein Zielwasser. Du könnt, also da der Plugdoktor jetzt woanders ist, kannst du es versuchen, theoretisch. Ja, ich geh mal hier hinten. Na. Ich versuch's mal. Aber geh nicht so weit, der guckt, könnte halt durch die Spalte sehen, die dich halt moven, ne? Mhm. Oder sitzen. Ich versuch's hier. Müsste reichen. Ja. Na gut. Okay. Ne. Mhm. Stehst? Dankeschön. Gerne. Oh, ich habe einen großen Balken verloren, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Naja. Hier ist noch ein Säckchen. Der auf dem Dach ist weg, oder? Nee, da läuft immer noch einer auf dem Dach. Die wissen, dass ich hier bin. Lass mich gehen. Komm mal zu euch. Viel zu hoch heute. Also der Fuzzi ist ausgebrannt. Ja. Ja. Ah, guck mal, dann gehörte der zu denen. Ja, ja, die wollten ihn dann löschen. Ist auf dem Rechts Dach wieder. Auf dem Dach. Hat einen Hit. Was ist denn das für ein Boss gewesen? Ach, schade, gar kein Schrottschnabel. Nee. Hinten am Tor. Tor geht wieder zu. Ja. Meine Muni geht aus. Schlecht. Scheiße. Ich habe leider keine Kiste dabei. Nee. Der ist nicht mehr auf dem Dach, oder? Ich höre da keinen mehr laufen. Nee, ich glaube, der ist gerade runtergehüpft. Fenster ist auch wieder zu. Aber denk dran, die können da durch den Schlitz gucken. Das ist halt. Wer ist denn vorne? Ich. Dach. Oh ja. Welche Seite? Schmeiß was hoch gleich. Ich glaube rechts. Rechts. Treff ihn leider nicht. Oh. Oh, hast du ihn? Auch nicht getroffen. Nee. Mann. Aber das Fenster ist kaputt, die können nicht mehr zumachen. Oh, das ist gut. Jetzt muss ich nur noch erkennen, welches davon das Fenster ist. Was da? Gott, das ist wieder schlicht. Ich glaube, der läuft nach links aufs Dach.
Ja, ich geh mal rum. Ja, ich höre ihn links. Den? Nee. Ich seh, doch, ich sehe ihn, War links der Plug-Doktor, war es diesmal. Nicht der... Wie heißt der andere genau mal mit dem Code? Das ist eine gute Frage. Der Bone-Doktor, Bone-Doktor. Bone, ja, genau. Ja, das... Oh, eine Kiste. Nice. Ich glaube, oben am Fenster. Oben am Fenster. Ey, sag mal, was ist das denn? Matthias? Hat der was geworfen? Naja. Das andere Bounty geht zum Fort. Könnte sein, dass sie über Fort unten rausgehen. Hm. Sozusagen. Ich glaube, die kommen in unsere Richtung. Ist das Fenster clear? Habt ihr das in... Ja, ich aim drauf. Oh, der kommt ans Fenster. Ich glaube, ich habe hinten unten einen gehört. Im Matsch außen, aber... Okay, er ist am Idiotenschlitz auf der rechten Seite einer. Scheiße, ist wieder am Fenster hier vorne. Ja, ich sehe jetzt nichts mehr, weil alles zugesmoked ist da. Hm, ich komme da nicht hoch so. Unten ging eine Tür auf. Ja. Die kommen. Die Tür ab, oder? Ne, jetzt sind wir da drin. Einer ist draußen. Ist der linksseitig draußen, oder wo? Ja, linksseitig. Ja, das andere Bounty Team kommt. Einer Dach? Hab einen. Schön. Mussten. Ach komm, ich war doch drauf, Mann. Ich muss da rein, ich hab keine Muni mehr. Uff, das war knapp. Hat jemand er wurde gehoben. Ne, wurde nicht. Hier ist einmal Muni. Bin drin. Ich hab Stacheldraht, ich würde den mal einpacken, den Typen. Ich hab mal eine Choke reingeworfen. Ja, ich weiß gerade nicht. Ist der eingechoked? Sehe ich leider nicht. Könnte sein, dass es bis rausgeht. Ja, ist eingechoked. Okay. Ich klau mir das Bounty. Ja, ich hab jetzt schon eingepackt. Aber du hast Schlange, gell? Ja, ja. Nice. Und? Ja, zwei Mann. Einer oben drin und einer hinten auf dem Dach, glaube ich. Hinten rechts, hinten links? Südwesten. Direkt mittig. Ja, ich höre ihn. Nee, ich höre ihn nicht. Oh, hat nur Hit. Komm, ich gehe rein. Andere Bounty-Team ist da. Wo ist er? Hier über mir. Hit. Nice. Ich guck rechts. Wenn er rechts kommt, du kannst links gucken. Da, ich glaube da. Hab ihn. Nice.
Einer ist noch auf dem Dach. Hab einen. Schön. Schön. Noch einer hier. Ja. Muss nachladen. Ich hab nur noch zwei Schuss. Mach mal. Drei jetzt. Oh nein! Er fächert einfach. Er hat geguckt und direkt geschossen. Alter, beruhig dich, ey. Da ist noch einer! Scheiß, die waren dann. Ich hab keine Muni mehr. War da unten nicht gerade Special? Hinter dir. Hat ihn aufgehoben. Schön. Schön. Das Mama. War's. Ich höre nichts mehr. Oh, meine Nerven, alter Schwede. Ach, da war die andere Bounty, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hab gesagt, die sind jetzt gleich da und dann. Jan Schlange, tschüss. Ja, ist gar nicht dran gedacht. Sehr gut, Leute. Danke, nice, ja. Das ja. War's. Ja, super, ne? Oh, geil, und das in der 5-Sterne-Lobby, Leute, das war richtig gut. Boah, was eine Runde. Alter Schwede, jetzt habe ich ganz schön geschwitzt am Ende. Dachte, wir gehen alle drauf. Wow, ich habe 2 6-Sterne getötet. Ui. Das ist nicht gut. Nee. Das ist gar nicht gut. Wollten wir nicht sterben, damit wir tiefer kommen? Eigentlich schon, ja. No, ich wurde einfach durch die Wand zum Glück rausgehalten. So. Boah, 2,05 war der, hatte der eine KD. Ja, Jan, ne? Ja. Ich spiel nicht mit 6 Sternen. Tschüss. Nee, nicht dann. Nee. Tschüss. Nee. Nee. Ja, Dina hat Spaß gemacht, die kam danach auch wieder rein. Ja, war eine echt krasse Runde. Ich weiß, also immer wenn wir in einer hohen Lobby spielen, bin ich super konzentriert. Sonst auch, aber da nochmal ein Ticken mehr und das war schon sehr, sehr krass und dass es so gut gelaufen ist, ist echt geil und ich hatte in der Runde davor, da habe ich mit Tina Duo gespielt, habe ich einem die Crown mit Slugs abgenommen und ich spiele die eigentlich nicht so gerne, muss ich sagen, und da dachte ich mir, komm, die nimmst du einfach mal mit rein und das Ding hat super funktioniert. Ganz am Ende, wobei, da kommen wir gleich noch zu. Am Anfang der Typ im Haus, da habe ich nicht mitgekriegt, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber das Fenster ging auf und ich habe irgendwas im Augenwinkel gesehen, dachte, irgendwas war da gerade und dann hat Hanna ja gesagt, da ist das Fenster offen und da ist mir dann aufgefallen, dachte ich, irgendwas war da war irgendeine Bewegung am Haus und da wusste ich, okay, da muss einer drin sitzen und dass der dann so doof durch diesen einen Schlitz geschlichen ist, das war halt mein Glück, ja, dann habe ich ihm halt einen easy Headshot geben können, das war absoluter Freekill. Ja, ein bisschen Geduld mussten wir haben, weil drüben die, keine Ahnung, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die gar nicht da oben rauskommen wollen, dann sind sie aber aufs Dach gekommen, was echt geil war, weil so konnten wir dann echt geilen Fight haben mit denen, weil oftmals hast du das, dass die dann im Haus drin sitzen bleiben oder setzen sich komplett weg vom Boss-Layer und snipern dann, aber es war halt A, eine Nachtrunde, was für uns gut war und B, waren die ganz willig zu fighten. Das war sensationell. Den einen auf dem Dach oben rechts, war ich froh, dass ich den ersten Schuss getroffen habe. Wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Und dann reingestürmt, Hanna hat den sensationell gut weggemacht, den rechts. Der hat nämlich Tina erschossen gehabt. Und ich dann den allerletzten, da hatte ich echt Angst. Also da hatte ich wirklich Angst, weil ich wusste, ich habe nur noch eine einzige Kugel und ich dachte, der hat oben schon einen aufgehoben. Hat er zum Glück nicht gemacht, das war echt Glück. Und der muss auch irgendwas für die Range gehabt haben, weil der hat, ich habe gehört, dass er das Messer gezogen hat und wollte auf mich losgehen. Hätte ich da mit Slug vorbeigeschossen, wäre es vorbei gewesen. Weil, wie gesagt, war ja nur ein Schuss. Ja, wie ich fand, war es eine ganz geile Runde. Ich fand, ich lade ja nicht so gerne die Nachtrunden hoch, weil die nicht so schön ansehbar sind, aber ich fand die Runde einfach zu gut, um in den Papierkorb zu schmeißen. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen.
Denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie game.de. Könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch gerne game.de mal besuchen. Würde mich sehr freuen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht. Seid da an einer super Adresse. Mein Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns spätestens morgen früh pünktlich um 9:30 Uhr wieder. Haut rein, tschüss.